Die ersten Runden auf der Eisfläche der Semkenfahrt drehen. Christine Bannau hat ihre Schlittschuhe dafür extra aus dem Keller geholt. Denn Eislaufen im Bremer Blockland ist bei ihr seit Jahren Tradition. Einfach super, da muss ich sofort los. Ich habe das heute Morgen im Radio gehört und habe gedacht, ich habe frei. Los geht's! Über die 3 Kilometer langen Wiesen, die man seit heute auf eigene Verantwortung betreten kann, freuen sich auch Dutzende Bremerinnen und Bremer. Glück gehabt, heute niemand da so richtig, weil alle arbeiten müssen. Jetzt hier freie Fläche. Super. Es knackt schon mal so ein bisschen, aber weil man weiß, dass man maximal bis zu den Knien wahrscheinlich drin steht, beruhigt es doch. Für den Kleinen ist es das erste Mal, dass er aufs Eis geht. Ist ein Erlebnis, ne? Man sieht's. Jetzt düster los. Aber vorsichtig ist er dabei. Eine wichtige Vorgehensweise, denn was schön aussieht, kann schnell lebensgefährlich werden. Erst am Mittag bricht ein Mann in den Dümmer See bei Diepholz ein. Dank schneller Hilfe von Passanten wird er gerettet und mit schweren Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Handvoll Einsätze dieser Art hat auch die DLRG Bremen jeden Winter. Wenn man plötzlich einbricht ins Eis, dann ist das natürlich eine absolute Schocksituation. Das Wasser ist sehr kalt und wenn man dann auch unterkühlt, dann wird man die Extremitäten zunächst nicht mehr so gut benutzen können. Die Hände greifen nicht mehr richtig und dann wird es natürlich immer schwieriger, überhaupt noch aus der Einbruchstelle, aus dieser Gefahrensituation herauszukommen. Damit das Eis tragfähig ist, muss es eine Mindestdicke von 15 cm haben. Bei Fließgewässern sind es sogar 20. Deshalb rät die DLRG dringend vom Betreten gefrorener Gewässer ab. Das Eis auf dem Werdersee ist noch nicht tragfähig. Wir haben es jetzt eben mit einem Schritt aufs Eis einfach einbrechen können. Das sind jetzt etwa 1 Zentimeter. An anderen Stellen hatten wir schon 2 Zentimeter. Und das reicht natürlich noch lange nicht. Also wir haben jetzt erste Enten, erste Vögel auf dem Eis. Aber für Menschen reicht es noch nicht. Beobachtet man dennoch Personen, die ins Wasser fallen, schnell den Notruf wählen, sich nicht in Gefahr bringen und die Person mit Seilen oder langen Stöckern herausziehen. Die Semkenfahrt ist für eine solche Situation zwar zu flach, aber Unfälle passieren bei vielen ungeübten Schlittschuhläufern hier trotzdem. Wenn 3 Tage hier Eis ist, dann kommt jeder rein und die Knochen können das nicht ab. Ja, also so, und die Gelenke, und bis man da wieder drin ist, dauert das schon und da passiert schon einiges. Meistens sind es die Handbrüche, irgendwie, wenn man sich abstürzt beim Fallen, ja, Kopf, ja, aber sonst, ja, auch mein Arm. Bei Christine Bannau ist zum Glück alles gut gegangen. Nach ausgiebiger Schlittschuhfahrt kommt sie gerne noch ein zweites Mal auf die Semkenfahrt im Blockland. Es ist total entspannt und die Natur, es ist einfach schön. Man braucht keine Angst haben, dass man einbricht. Herrlich. Doch laut Wetterprognose ist der Schlittschuhspaß für Christine Bannau und die anderen Besucher nur von kurzer Dauer. Denn am Wochenende sollen die Temperaturen schon wieder steigen.